Mit Geld kann man kein Glück kaufen. Und reich zu werden ist nicht einfach. Aber jeder will es. Was für ein schöner Wintertag. Lori will draußen frühstücken. Riecht das gut. Hey, hilf einem Obdachlosen. Ich bin am Verhungern. Redest du mit mir? Natürlich. Hilf mir. Tu eine gute Tat. Aber das ist mein Frühstück. Yes. Du kannst es haben. Du brauchst es mehr. Oh, du bist aber nett. Schon gut. Hab ich gern getan. Danke. Oh, Lori. Hi. Wie war dein Tag? Wie immer. Obwohl. Kannst du glauben, dass ich heute etwas Gutes getan habe? Echt? Und was? Ich habe einem Obdachlosen mein Essen gegeben. Ich habe es mit meinem letzten Geld gekauft. Kannst du das glauben? Du bist aber nett. Okay, Zeit fürs Bett. Ja, es war ein harter Tag. Gute Nacht. Ich glaube, es wird ein sehr guter Morgen werden. Wow, was ist das? Wo kommt das ganze Geld her? Lori, wach auf. Was ist denn los? Wir haben so viel Geld. Wir sind reich. Das ist echtes Geld. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Aber es ist wahr. Es ist ein Wunder. Wir sind reich. Ich kann es nicht fassen. Ryan, sieh mal. Hier ist überall Geld. Was hab ich denn da an? Ein echtes Seidennachthemd? Das ist echt verrückt. Wir sind stinkreich. Wie wär's, wenn wir mit unserem Frühstück beginnen? Gute Idee. Beeil dich und ruf den Lieferservice an. Hallo? Wir hätten gern eine Pizza. Nein, viele Pizzen. Und Sushi. Und Desserts. Was für ein leckerer Burger. Probier die Pizza. Köstlich. Ich bin voll. Ich kann nicht mehr. Was sollen wir damit machen? Wir könnten ein paar Freunde anrufen. Hey, Kumpel. Los, komm her und bring alle mit. Hey, wo kommt das ganze Essen her? Habt ihr eine Pizzeria überfallen? Ihr werdet nicht glauben, was uns passiert ist. Wir sind aufgewacht und überall lag Geld. Wir sind reich. Es ist ein Wunder. Ryan, ich glaube, wir müssen renovieren. Wieso? Es sieht doch alles in Ordnung aus. Nein, und wir brauchen auch neue Möbel. Es ist so leer hier. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wozu brauchst du das alles? Lass uns das nehmen. Wow, sieh dir das an. Und den Fernseher. Nein, Lori, stopp. Sieh dir die Bildqualität an. Oh nein, das ist eine Menge Geld. Was für eine schöne Couch. So bequem. Nein, Lori, hör auf damit. Lass uns das kaufen. Und das hier auch. Und das. Sieh dir das an. Es ist wunderschön. Es reicht. Okay, jetzt fühle ich mich wohl. Was sagst du? Ja, mir gefällt's. Ryan, ich glaube, ich habe was vergessen. Gib mir das Smartphone. Nein, Lori, lass das. Gib mir mein Smartphone. Vergiss es. Oh, sieh mal. Ich kauf noch ein paar Sachen. Wir brauchen das alles. Lori, vielleicht solltest du das nicht tun. Oh, doch. Ryan, ich weiß, was wir brauchen. Ach ja, ein neues Haus. Sieh dir dieses Haus an. Das ist wie im Märchen. Das hier ist so schön. Lori, nein. Sieh doch mal, wie schön es ist. Bist du sicher, dass wir dieses Haus kaufen sollen? Natürlich. Stell dir einfach vor, wie toll das sein wird. Oh ja, und wir brauchen eine riesige Garage, ein Swimmingpool und ein Hubschrauberlandeplatz. Ich werde immer Party schmeißen. Wir werden die coolsten Stars einladen. Lori, verlierst deinen Verstand. Mir geht's gut. Ich bin so glücklich, Ryan. Lori, beruhig dich. Du verstehst das nicht. Ich bin reich. Endlich. Lori, warte. Ich hab Geld. Sehr viel Geld. Warte, was machst du da? Ich bin reich. Ich hab total viel Geld. Hör auf, Lori. Du weißt nicht, was du tust. Oh, komm schon. Ich glaube, sie hat wirklich den Verstand verloren. In Ordnung, das reicht. Lass uns gehen. Zeit, in den Laden zu gehen. Lori, wo bist du? Ich komme ja schon. Was ist? Wie? Wir fahren mit dem Fahrrad? Ist das dein Ernst? Das wird total lustig. Hör auf damit. Ein Fahrrad ist nicht luxuriös. So, ich verdiene etwas Besseres. Warte, ich habe eine Idee. Hallo? Ich brauche einen privaten Fahrer. Und bitte, beeil dich. Da ist er. Los geht's. Lori, warte.
Welcher Fahrer überhaupt? Was ist denn mit dem Fahrrad? Oh, es ist genau wie im Film. Das ist abgefahren. Komm, los geht's. Du spinnst doch. Das ist so toll. Warum bin ich nicht schon früher hier gewesen? Oh, 70% Rabatt? Wovon sprichst du? Von Rabatten. Wir sind reich. Schon vergessen? Hier, sieh dir diese schöne Jacke an. Lori, hast du die nun auf dem Preisschild gesehen? Wow, was für ein Kleid. Es ist wunderschön. Was? Wie kann ein Kleid so teuer sein? Komm, na los. Ich muss überall reingehen. Es gibt so viele schöne Sachen. Es ist wie eine Party. Lori, wie viel brauchst du denn noch? Das ist zu viel. Ist das nicht ein schöner Hut? Ja, aber wozu brauchst du ihn? Lass uns da reingehen. Da kann ich bestimmt noch mehr Sachen kaufen. Oh nein, ich will nicht. Was für ein schickes Restaurant. Wir werden von nun an nur noch hier essen. Hi, hier ist eure Speisekarte. Danke. Mal sehen, was es hier so gibt. Ich will nur Wasser, bitte. Ich weiß. Ich will das. Das und das. Und das will ich auch probieren. Gerne. Ausgezeichnete Wahl. Super. So, hier ist eure Bestellung. Lasst es euch schmecken. Und dein Wasser. Dankeschön. Aha. Es ist so wunderschön. Wein. Möchtest du nicht mal probieren? Nein, ich habe keinen Hunger. Wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich werde die Austern probieren. Mmh, köstlich. Das hätte ich nie gedacht. Ich glaube, ich habe alles probiert. Es schmeckt super. Aber ich krieg nichts mehr runter. Es ist Zeit zu bezahlen. Lori, ist das dein Ernst? Oh, du hast recht. Das reicht nicht. Ich brauche mehr Trinkgeld. Alles klar. Wir können los. Wow. Was? Diese Gäste sind aber großzügig. So viel Trinkgeld. Ich kann's nicht fassen. Yoga ist eine tolle Möglichkeit, sich zu entspannen. Aber Lori, geht es heute nicht so gut. Was soll das? Kannst du etwas vorsichtiger sein? Oh, das nervt. Entschuldigung, kann ich dich was fragen? Warum machen wir nicht einen Deal? Oh, warum nicht? Warte. Hey, das ist nicht fair. Lass mich rein. Oh, du machst das toll. Ich helfe dir. Sehr gut. Sanfte Bewegungen. Entspann dein Körper. Perfekt. Oh, dieser Ort ist toll. Hey, coole Party. Sind das deine neuen Freunde? Ja, natürlich. Hi, schön dich zu sehen. Wer ist dieser Loser? Was macht der hier? Das ist ein Freund von mir. Er wärmt sich gerade auf. Lori, wollen wir lieber gehen? Warte, vielleicht sollten wir ihn rausschmeißen. Oh ja, jetzt zieht die Party ständig runter. Ja klar, warte. Ich werde mich drum kümmern. Hey, der Mann da drüben belästigt uns. Schick ihn weg. Kein Problem. Sorry, nichts Persönliches. Aber du musst gehen. Aber warum? Du passt nicht hierher. Verschwinde. Schon besser. So benimmt sich aber keine feine Dame. Das geht nicht. Na schön. Ich werde den Zauber wieder rückgängig machen. Und fertig. Mädels, warum nehmen wir nicht eine Limousine? Ich habe eine Menge Geld. Das nennst du Geld? Was? Ich verstehe das nicht. Was soll das? Oh, du bist sehr reich, Lori. Papiergeld. Was ist denn mit der los? Ryan, ich will mich bei dir entschuldigen. Lass mich in Ruhe. Geh zu deinen neuen Freunden. Ich hab's vermasselt. Tut mir so leid. Das war nur wegen dem Geld. Ich schäme mich so. Ich werd's nie wieder tun. Ich schwör's. Okay, komm her. Ich glaub, mein Bauch knurrt. Aber unser Geld hat sich in Papier verwandelt. Ich hab noch etwas Geld. Ich hole uns was. Ja, das ist nicht viel. Aber wir werden schon irgendwie über die Runden kommen. Hey, hilf einem armen Obdachlosen. Sprichst du mit mir? Ja, ich habe großen Hunger. Na gut, hier. Nimm mein Brot. Danke. Das ist sehr nett von dir. Guten Appetit. Ich muss jetzt gehen. Was für ein netter Mann. Ich werde wieder Magie benutzen. Wie fandet ihr unsere Geschichte? Was denkt ihr, was Ryan alles mit dem Geld macht?
Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt darauf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.